Hopp deutet Nagelsmann-Abschied an. Mehrheitseigner Dietmar Hopp vom Bundesligisten Hoffenheim hat indirekt die Spekulationen über eine Ausstiegsklausel des 30-Jährigen bestätigt. Julian ist ein Ausnahmetrainer. Wir müssen ihn irgendwann klonen, sagte Hopp bei der TSG-Jahreshauptversammlung. Dieser Klon sollte allerdings am 1. Juli 2019 fertig sein. Der Trainervertrag von Nagelsmann läuft eigentlich noch bis Juni 2021. Paul Breitner hält den Videobeweis in seiner jetzigen Form nicht für zukunftstauglich. Der Fußball sei nicht wie erhofft gerechter geworden, sagte der Weltmeister von 1974 der Bild. Der 66-Jährige hat jedoch einen Lösungsansatz parat. Als erster Schritt sollten ehemalige Fußballer den Videoschiris in Köln als Berater zur Seite stehen. Zweiter Schritt, Ex-Profis zu Schiedsrichtern ausbilden. Berti Vogts kritisiert junge Trainer. Berti Vogts reiht sich in die Kritik von Mehmet Scholl und Felix Magath an der jungen Trainergeneration ein. Im deutschen Fußball gibt es tatsächlich ein Ausbildungsproblem bei den Trainern, sagte der ehemalige technische Berater der USA-Nationalelf.de. Das schlechte Abschneiden auf europäischer Ebene ist für ihn ebenfalls nicht verwunderlich. Dabei stichelt er indirekt gegen Nagelsmann. Mit welcher Respektlosigkeit die jungen Trainer teilweise an den Europapokal rangehen, das macht schon nachdenklich.